So, hallo und herzlich willkommen zurück. Und zwar geht es heute mal um ja, Spieleentwicklung. Es ist ja immer so dieses ganze Hin und Her, und zwar wegen, ja, Spiel, was kostet das, was kostet es nicht, und wie viel ist es wert und was ist ein DLC wert, bla bla bla. Da gab es jetzt auch mal ein paar hitzige Diskussionen bei mir, unter einigen Threads, besonders Battlefield Premium ist ja immer sehr beliebt, weshalb ich mich entschlossen habe, mal. Ja, mal so eine Übersicht im Prinzip zusammenzufassen und mal zu versuchen zu gliedern, aus was so ein Spiel eigentlich besteht, was man für so ein Spiel eigentlich braucht, was man eigentlich alles machen muss, um so ein Spiel irgendwie ansatzweise erfolgreich zu vertreiben. Das ganze Thema ist ziemlich komplex, es kann aber auch teilweise ziemlich einfach sein. Es ist auch die Frage zum Beispiel, ich habe jetzt ein bisschen auch rumgespielt, also ich habe jetzt am Anfang fange ich mal ganz anders an. Ich habe vor, wie alt bin ich jetzt? Vor knapp 20 Jahren. Das ist übel, ja. Vor über 20 Jahren sogar. Habe ich mal ein Spiel programmiert. Ist jetzt schon eine Weile her. Das war damals noch so ein, ja, ein paar Striche sozusagen und ein paar Klötze. Da gab es noch nicht sehr viel. Damals ging es darum, es war im Prinzip so eine Burg. Daran waren 10 Leitern und man stand oben drauf. Und musste quasi immer nach rechts rennen, sich ein Steinchen holen. Und die Leitern kamen in verschiedenen Takten im Prinzip Gegner hoch und musste den Stein quasi auf die draufschmeißen. Und die fielen dann runter und kamen nach irgendeiner Zeit halt wieder. Und je mehr man das quasi gemacht hat, umso schneller kamen die Feinde auch wieder. Und umso schneller kamen sie vor allem auch die Leiter hoch. Ich werde mal gucken. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, einfach mal, um zu gucken, ob das alles noch so passt. Und ja, einfach aus Bock heraus. Auch werde ich das Spiel jetzt nochmal neu schreiben und quasi mal, naja, weg von den Strichen nochmal wirklich in die heutige Zeit bringen mit ein bisschen 3D und ein paar netten Grafiken und ein paar netten Animationen und nicht nur, dass da irgend so ein Blöckchen da quasi ein paar Strichen hochklettert. Ja, also ihr könnt da gespannt sein. Vielleicht kommt da irgendwann. Ich weiß nicht, wie lange ich noch dazu brauche. Ich arbeite mich gerade jetzt in der Game Engine ein. Ich habe jetzt schon meine ersten Experimente gemacht. Ich sag mal, ein Ego-Shooter würde ich schon einigermaßen hinkriegen. Mit dem, was da ist, der könnte jetzt wahrscheinlich, also zumindest mal Singleplayer und ohne Gegner. Ja, Multiplayer würde wahrscheinlich sogar gar nicht mehr so lange dauern. Ja, der hätte dann aber sehr wahrscheinlich ja, nichts Besonderes. Also, ja, das ist für mich momentan einfach nur so eine Spielwiese und ich werde mal versuchen, dieses alte Spiel quasi mal, was ich damals gemacht habe, mal zu portieren in die heutige Zeit. Also, vielleicht seht ihr da irgendwann mal dieses Spiel von mir. Mal gucken, wie lange ich dazu brauche. Ja, okay, genug über diese Sachen. Und zwar wollte ich mal anfangen, und zwar allgemein. Gerade im, ja, bei Battlefield zum Beispiel. Ist ja der Punkt, DICE hat ja die ganze Engine, also die Frostbite 2 Engine, für das Spiel an sich komplett neu entwickelt. Jetzt ist mal die Frage, was ist Frostbite 2 eigentlich, beziehungsweise allgemein gesagt, was ist eigentlich eine Spiele-Engine? Eine Spiele-Engine, das könnt ihr euch quasi vorstellen, das ist quasi der Baukasten. Also es ist so eine Art Baukastensystem, mit dem ihr euch dann quasi eure Spiele zusammenbauen könnt. Also man könnte sagen, es ist so eine Art Herzstück des Spiels oder der Spieleentwicklung. Und ja, so eine Game Engine hat im Prinzip verschiedene Komponenten, beziehungsweise es können auch nur einzelne Komponenten sein, die man in Kombination anwendet. Das kommt ganz auf den Fall an. Im Fall von der Frostbite 2 Engine ist, glaube ich, nahezu alles drin, was man erwarten kann. So eine Engine übernimmt im Prinzip diverse Arbeiten, also wie zum Beispiel jetzt Animationen abspielen, beziehungsweise bestimmte Berechnungen auch, um Animationen durchführen zu können, Physikberechnungen und so weiter. Daher sind die Engines, habe ich jetzt bei Wikipedia nachgegraben, aber gut, soll eigentlich auch nicht abschrecken. Ich kann ja auch mal so ein bisschen zeigen, wie sowas aussieht. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es einfach mal drunter. Und zwar gibt es im Prinzip verschiedene Arten von Engines. Es gibt einmal so eine Grafik-Engine, die kann im Prinzip jetzt, sag ich mal, Text darstellen, Menüs, Effekte generieren, die Modelle vor allen Dingen, also sprich Häuser oder Wände, die dann zu Häusern werden, Texturen darüber, Bäume, das Terrain an sich, die Figuren, die da rumlaufen, die Gegner, die jeglicher Vogel, der da irgendwo durch die Gegend zwitschert, das kleine Laub ist im Prinzip irgendwo eine Komponente,
die im Prinzip mit auf der Grafik-Engine draufhängt. Also die lädt im Prinzip die ganzen Texturen und Objekte und pappt das ganze Zeug zusammen. Und je nachdem, wo ihr gerade seid, was ihr gerade tut, berechnet die im Prinzip, was da euch gerade dargestellt wird. Damit macht die im Prinzip schon mal fast die ganze Optik. Dazu gibt es im Prinzip meistens noch eine Physik Engine. Das könnt ihr euch ziemlich gut vorstellen. Also sprich, ich gebe eine Gravitation ein und ihr habt einen Gegenstand, habt irgendwo eine Kollision und das Ding macht Jum, Bumm, liegt unten, prallt gegebenenfalls ab, wenn man das entsprechend definiert. Oder was auch zu der Physik Engine gehört, ist zum Beispiel bei Battlefield die ganzen Kugelflüge sozusagen, Fluglinien, also wie schwer ist ein Gegenstand, mit welcher Geschwindigkeit fliegt er, welchen Widerstand hat er in der Luft und wann fängt er an zu sinken. Also es ist ja auch so eine Art Physik, die da im Prinzip mit reinkommt. Ja, also auch, dass er am Boden stehen bleibt und nicht einfach so im Weltall rumfliegt. All das ist irgendwo ein Stück Physik. Ja, dann gibt es eine Sound Engine. Eine Sound Engine, ja, könnt ihr euch gut vorstellen, macht Töne. Ich habe es jetzt bei dem, was ich verwende, gesehen, da gibt es im Prinzip die Möglichkeit, einen Ton zu hinterlegen. Man kann den entsprechend tonieren, also keine Ahnung, eine Oktave hoch, eine Oktave runter. Oder einfach random, also beliebig irgendwie ein bisschen modellieren. Das ist zum Beispiel Schritte, dass man einen Schritt aufnimmt und aus diesem wird dann quasi irgendwo ein richtiger Ton. Oder beziehungsweise das wird aus einem Ton generiert, indem man einfach sagt, okay, man macht das so ein bisschen abwechselnd. Sie berechnen auch so ein bisschen die Effekte, gibt die Töne wieder, rechnet im Prinzip runter, das ist Stereo 5.1, 7.1, was es so alles gibt. Es ist auch eine Sache im Prinzip, sie berechnet im Prinzip auch den Ursprung eines Tons und zum Beispiel auch die Ferne des Tons. Also ich habe ja irgendwo einen Ton im Mittelpunkt und je weiter ich weg bin, desto leiser soll der Ton werden. Oder zum Beispiel hänge ich den Ton auf das Terrain drauf oder auf das Level, dann ist er halt allgegenwärtig. Sie ist auch dafür verantwortlich, quasi das 7.1 zu berechnen. Also sprich, wo bin ich gerade mit meiner Drehung, mit meinem Körper, mit meiner Kamera und wo kommt der Ton her, damit ihr sozusagen die Schritte von der Seite, von hinten hört. All das macht im Prinzip die Sound Engine. Ja, ansonsten gibt es noch eine Persistenz Engine, die macht im Prinzip so die Zustandsspeicherung an sich, also sprich Spielstände mehr oder weniger. Sie macht... Ja, also es gibt auch verschiedene, also zum Beispiel... Also sagen wir so, diese Persistenz-Engine ist im Prinzip nichts anderes als ein Zugriff auf eine Datenbank, der halt definiert ist. Also das kann zum Beispiel irgendeine Datei sein, eine XML-Datei oder irgendeine, ja, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass es zu technisch wird, also irgendeine verschlüsselte Datei sozusagen in einem bestimmten Format. Irgend sowas in der Richtung, das macht im Prinzip eine Persistenzänderung dabei, Engine. Dabei gibt es nochmal verschiedene Arten, und zwar einmal so die, die im Prinzip den gesamten Zustand des Spiels abspeichern. Entsprechend groß sind auch die Spielstände. Aber die speichern im Prinzip ab, wo ist der Gegner gerade, wie viele Gegenstände hat man, was hat man bisher alles getan und was hat man noch nicht getan. Also wirklich die komplette Welt, in der man sich bewegt, wird da gespeichert. Im Prinzip zum Teil ist es in Singleplayern, ich denke in Singleplayern zum Beispiel macht das oftmals Sinn. Außer sie sind so linear, dass man zum Beispiel ab einem gewissen Punkt, wo ein Speicherpunkt kommt, nur bestimmte Dinge haben kann und ja, sowas wie Leben und so weiter braucht man nicht. Also dann kann man zum Beispiel auch so eine, dann braucht man es nicht komplett speichern, kann man nur bestimmte Daten speichern. Genauso wie bei MMOs zum Beispiel oder beim Multiplayer allgemein. Es wird nie gespeichert, es wird nie das gesamte Spiel gespeichert, wäre sinnlos. Was will ich mit den ganzen Gegnern oder anderen Personen, sondern ich speichere im Prinzip meine Person. Das ist so ein Teil. Gut, dann gibt es im Prinzip noch eine Steuerungs-Engine. Die übernimmt die Steuerung, ganz klar. Also Tastatur, Maus, Gamepads, Joysticks, was auch immer. Das heißt, dieses Teil braucht im Prinzip oder muss im Prinzip so ein bisschen die Möglichkeiten der Bewegung übertragen können in die ganzen Geräte, die man anschließen kann. Es ist so ein Gerät, aber nicht wie für uns ein Club Hardware für einen Computer. Also wenn wir einen Joystick anstecken, dann ist das irgendwo ein Knüppel. Ja, oder wenn wir ein Gamepad anstecken, dann ist das irgendwas mit ein paar lustigen Tasten drauf, dabadabadab, und das Ding geht ab. So, die haben vielleicht ein anderes Layout, aber ansonsten, ja, im Endeffekt ist es alles ein Stück Plastik. Für den Rechner an sich kann das unter Umständen ein paar Unterschiede ausmachen. Also, klar, Controller 1 und Controller 2 für eine Xbox oder sowas oder für eine Playstation, da ist nicht viel Unterschied.
Aber es gibt ja trotzdem noch verschiedene Controller, die auf den Controllern sind, um das ganze Ding zu kontrollieren sozusagen und zu steuern. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Also da geht es dann auch so ein bisschen darum, das ganze Zeug aus den Treibern auszulesen und so weiter. Das ist dann eher so ein bisschen hardware-nah oder eine Adaption im Prinzip von der Hardware auf meine Bewegungen. Ja, als nächstes gibt es noch eine Netzwerk-Engine. Die sagt eigentlich alles, nämlich alles, was irgendwie ein Netzwerk ist. Das kann Multiplayer sein, also sprich, dass ihr über LAN spielt zum Beispiel, beziehungsweise übers Internet. Kennen wir ja im Prinzip alle von Battlefield, Call of Duty, wie sie alle heißen. Kann auch heißen, es ist eine mehr oder weniger eine Zwangsaktivierung übers Internet und eine Dauerverbindung. All das kann auch in der Netzwerk-Engine stecken, dass einmal einfach sagt, okay, ich möchte quasi den Endkunden, den Consumer da permanent bei mir auf dem Netz haben, auf dem Server haben. Ich möchte wissen, was der tut. Also sowas steckt in so einer Netzwerk-Engine, die stellt im Prinzip grundsätzlich mal bereit, dass das Spiel über eine Netzwerkkarten mit dem Server kommunizieren kann oder mit anderen Leuten in dem Netzwerk. Dass das Ding gar nicht mal so einfach ist, zeigt zum Beispiel Far Cry, das ein kleines Problem hat, indem es zum Beispiel beim Multiplayer unter Umständen, wenn man mehrere Netzwerkkarten aktiviert hat, besonders auch virtuelle, einfach mal beim Multiplayer die falsche Netzwerkkarte nimmt, obwohl sie es vorher bei Uplay angemeldet hat. Also sprich, es kannte schon mal die richtige Netzwerkkarte, ist dann aber irgendwie, warum auch immer, auf die falsche geswitcht. Also es scheint nicht ganz so trivial zu sein, wenn eine Firma wie Ubisoft inzwischen immer noch so einen Kack baut. Na, ansonsten Netzwerkprogrammierung, gut, ansonsten, was steckt drin? Im Endeffekt sind es sogenannte Sockets, die da hängen. Die hängen im Prinzip hinter irgendwelchen Ports, die können da lauschen oder warten im Prinzip auf Input. So könnte man es ausdrücken. Ausdrücken, nicht drucken. Ja, wenn halt was kommt, oder sie schicken auch Daten raus. Und wenn halt was kommt, dann antworten sie halt oder nehmen die Daten auf und verarbeiten sie dann im Spiel. Es ist in der Theorie eigentlich nicht viel, in der Praxis eigentlich auch nicht sehr viel. Aber hier geht auch wieder im Prinzip, wie performant kriege ich das Ganze hin, wie viele Daten muss ich transportieren, wie gut kann ich die dann komprimieren, wie weit muss ich sie komprimieren, weil jede Komprimierung bedeutet wiederum Last auf den Endsystem, sprich, ich brauche wiederum mehr Leistung. Muss ich sie nicht komprimieren, brauche ich weniger Leistung. Also auch welche Datenmengen muss ich also Daten sehr schnell transportieren, zum Beispiel in einem Multiplayer, Battlefield oder sowas. Ich habe da 64 Leute, die sich auf der Map bewegen, die schießen. Die werfen, die stürzen ab, die fliegen, die fahren. Ich muss all diese Informationen immer und jederzeit da haben. Also da sollte die Komprimierung und auch die Menge der Daten quasi so klein wie möglich gehalten werden, genauso wie bei Online-Rollenspielen. Gut, als nächstes gibt es so eine Datenverwaltungs-Engine. Das ist im Prinzip so ein bisschen das Triggern dieser Persistenz-Engine, also sprich das Laden und Speichern von Spielständen, von Levels, von Benutzerdaten, also alles wieder zu rausholen. Das können auch verschlüsselte Daten sein, das können auch ZIP-Dateien sein, also zum Beispiel auch Models oder sowas auspacken. Sprich, das Ding kann quasi die Grafik-Engine, die Physik-Engine, die Sound-Engine, die Persistenz-Engine, die Steuer-Engine, all das unterstützt sozusagen, auch selbst die Netzwerk-Engine unterstützt zum Beispiel die Datenverwaltung. Also wenn ich mich zum Beispiel entscheide, ich möchte mein Spiel zum Beispiel generell in ZIP-Dateien packen, ja, dann ist es nicht schlecht, wenn ich dafür irgendwas habe, was es quasi immer auspackt. Oder ich habe vielleicht schon mal gesehen, in manchen Spielen gibt es so .object-Dateien, also OBJ. Auch das muss ich irgendwie lesen und verarbeiten können und dafür brauche ich so eine Art Datenverwaltungs-Engine, also irgendwas, was mir erlaubt, bestimmte Daten, die ich verwenden darf, zu lesen und irgendwo in einem Quellcode quasi wiederzugeben, dass ich sie verwenden kann. Na, zu guter Letzt haben wir im Prinzip eine Scripting-Engine. Scripting-Engine hört sich jetzt ganz toll an, ist im Prinzip auch wahrscheinlich das allerkomplexeste unter Umständen. Denn im Endeffekt bedeutet das, also ich habe zum Beispiel eine, die verwendet JavaScript und C Sharp als Script-Engine sozusagen mit. Es kann auch normaler C-Code sein oder ähnliche Sachen. Also gibt es verschiedenste Programmiersprachen. Lua ist zum Beispiel eine Skriptsprache, die sehr häufig verwendet wird und die relativ dynamisch ist, mit der man sehr schnell auch mal Code ändern kann, ohne quasi irgendwo großartig zu machen. Also einfach so on the fly da was ändern. Also gibt es verschiedene Sachen. Und so eine Scripting-Engine muss im Prinzip sagen können, okay, es gibt eine definierte Programmiersprache oder mehrere, in der ich sozusagen
eine KI zum Beispiel programmieren kann oder irgendwelche Kollisionen oder mein Menü oder also irgendwas, was die anderen Engines quasi betrifft. Und diese Scripting-Engine muss dann meinen Code, den ich da geschrieben habe, wiederum verarbeiten können und mit den ganzen anderen Komponenten irgendwo ja, vereinbaren können. Also wenn ich schreibe, laufe bitte nach vorne in der Scripting-Engine, dann muss natürlich die Grafik-Engine die Animation bereitstellen, die Physik-Engine meinetwegen auch noch ein bisschen über was überprüfen, ob da vielleicht zum Beispiel die Gravitation sehr schwer ist, nicht nur sehr langsam vorankomme, was weiß ich, also oder irgendwo gegentrete und noch was tue. Also all das, ja, kann man auch so ein Scripting-Engine verfassen. Das ist im Prinzip so ein bisschen das, was ich eigentlich quasi programmiere, wenn ich, oder auf dem ich programmiere, wenn ich ein Spiel programmiere. Wenn ich es nicht gerade komplett von Hand schreibe und keine Engine verwende. Also gerade bei Adventures wäre das zum Beispiel noch möglich. Aber macht eigentlich wenig Sinn, denn es gibt ja eigentlich gute Engines, die sehr viel bereitstellen, wo man sich diese ganze Arbeit mehr oder weniger schon mal sparen kann. Ja, jetzt seht ihr, ich habe jetzt im Prinzip eine Viertelstunde gelabert, davon waren 3 Minuten. War meine persönliche Geschichte sozusagen. Also 12 Minuten effektiv, um einfach nur mal, mir kurz durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Engines vorzustellen, die quasi aus denen zum Beispiel eine Frostbite-Engine besteht. Gerade so dem Thema wie Grafik und Physik und Sound-Engine, auch die Scripting-Engine, sind ziemlich harte Brocken und wollen auch gut durchdacht sein, weil ich kann jetzt eine Frostbite-Engine zum Beispiel schreiben und kann sagen, gut, ich mache damit jetzt ein Battlefield und mehr nicht. Das nützt aber keinem was, das kann die Frostbite-Engine zum Beispiel auch Need for Speed oder irgendwelche Adventures oder sowas. Genauso wie eine Cry-Engine. Das heißt, ich muss mir da schon ein bisschen was bei denken. Ich kann das Ding also nicht so festfahren, dass es im Prinzip nur das eine unterstützt und ich muss gucken, dass ich da einigermaßen rumkomme. Sicherlich sind die ganzen Engines, also wenn ich mir zum Beispiel vom Editor her, stimmt, einen Editor bräuchte man auch noch, aber der gehört nicht direkt zur Engine. Wenn ich mir zum Beispiel eine Unreal Engine mit einer CryEngine und mit einem Unity und mit, was haben wir noch? Was gibt es da so offiziell? Ja, nehmen wir mal die drei Vergleiche. Also die Editoren an sich sind eigentlich relativ gleich. Also die Grundkonzepte, wie sowas auszusehen hat und wie ich zum Beispiel eine Landschaft transformiere, ja, da gibt es glaube ich nicht mehr viel neu zu erfinden. Ich weiß nicht, ob jetzt Frostbite zum Beispiel irgendwas Besonderes macht, da ja die Entwickler gesagt haben, es sei besonders schwierig. Ja, bleibt abzuwarten. Man weiß halt noch nichts, weiß ich glaube ich bisher noch nichts irgendwie. Also ich habe noch nichts gefunden, wie man das Ding, wie das Ding richtig aussieht im Design sozusagen. Aber ja. Gut, also ich hoffe, es hat euch mal so einen kleinen Einblick gegeben, was es heißt, eigentlich so eine Engine zu schreiben. Also da geht es im Prinzip nicht darum zu sagen, ich laufe nach vorne, Gegner kommt von vorne, drücke Taste, Schuss und Gegner fällt um, sondern da geht es um deutlich mehr. Und auch die ganzen Animationen und Grafiken und so weiter, wo die herkommen, wie die verarbeitet werden, wie die animiert werden und so weiter. Das ist kein Pappenstiel, also da stecken riesige mathematische Formeln dahinter. Teilweise. Das ist ja nichts zum Lachen, das optimal rauszukitzeln. In der richtigen Qualität, für die richtige Auflösung, für die richtige Hardware, ist schon echt eine Kunst. Also kann man ja das sagen. Und heutzutage, ich meine, man hat Konsolen, wobei es da zwei Ansätze gibt. Einmal OpenGL und einmal DirectX. DirectX wird zum Beispiel auf dem PC verwendet und bei der Xbox, kommt ja von Microsoft. Und OpenGL wird zum Beispiel von der PlayStation und ja, ich glaube, die Wii nutzt es zum Beispiel auch. Kann aber auch auf dem PC genutzt werden. Also ist eine Engine, die. Also beide Engines sind auf dem PC verfügbar. Bei den Konsolen hat man da im Prinzip so ein bisschen ja, die Differenz zwischen dem Microsoft-Produkt, das DirectX verwendet, und den anderen, die OpenGL verwenden, das zumal es ein offener Standard ist und kein Microsoft-Standard. Ja, das sollte halt so eine Engine auch noch unterstützen. Das gehört dann in die Grafik-Engine zum Beispiel noch mit rein. Das macht es halt auch, ja, man macht quasi das gleiche mehrfach. Und man muss es irgendwie immer wieder richtig machen. Und man muss auch gucken, dass die Abstufungen, die Qualitäten entsprechend passen. Also,
wenn ich zum Beispiel so eine Wii U nehme und diesen kleinen Controller habe, ich möchte bezweifeln, dass sie da zum Beispiel einen Audio-Stream in voller Qualität rüberjagen. Wozu auch das Ding plärrt irgendwo rum. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Mod-Subwoofer drin ist. Also so was ich jetzt bei YouTube mal gesehen habe, klang das jetzt nicht so pralle. Das heißt, ja, man muss da auch abstufen können und man muss auch entscheiden können, was geht wohin, in welcher Qualität. Also das sind alles so Sachen, die muss man in so einer Engine mit berücksichtigen. Auch bei Grafikdetails zum Beispiel gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Wenn ich mir Battlefield angucke, ja, die niedrigste Stufe sieht gar nicht so extrem unterschiedlich aus im Gegensatz zur Ultra-Stufe. Dagegen zum Beispiel in Guild Wars, auf niedrigster Stufe hat man das Gefühl, man ist im Jahr 2002 wieder angekommen. Und auf der höchsten Stufe sind wir im Hier und Jetzt. Also da merkt man es halt brutal. Da merkt man auch, dass die dort verwendete Engine im Prinzip wirklich mehr auf gute Rechner ausgelegt ist und dass man für die schwächeren Rechner einfach keinen Bock mehr hatte und das vernachlässigt hat. Das kann man jetzt von Frostbite zum Beispiel überhaupt nicht sagen. Also da läuft die ganze Geschichte relativ gleichmäßig. Klar, es ist immer eine Frage, was für Texturen man griffbereit hat und wie man die verarbeitet, wie groß die sind. Aber so im Grunde genommen haben sich da zum Beispiel die Entwickler massig Gedanken gemacht, wie kriege ich quasi ein Spiel auf alle Plattformen transportiert ohne extrem mehr Qualitätsverluste. Klar, es gibt immer Abstufungen, auch alleine bei dem PC-Bereich. Aber es ist so ein gewisses Niveau einfach da. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Und da haben sie halt zum Beispiel richtig gute Arbeit geleistet, wenn man sich das so anguckt. Man kann natürlich auch sagen, wie es Crytek macht, okay, uns egal. Kauft dir einen neuen Rechner, wenn du zu neuen Spielen spielen willst. Geht natürlich auch. Also, es gibt heute wahrscheinlich immer noch eine Menge Leute, die Far Cry, nee, nicht Far Cry, die, wie heißt denn? Crysis 2, 3. Crysis. Ja, also, es gibt immer noch Leute, bei denen Crysis 1 zum Beispiel noch nicht mal richtig läuft auf dem Rechner. Und das zeigt eigentlich auch, wie gewaltig so ein Teil sein kann und wie hardwarefressend. Dafür sieht es natürlich optisch richtig geil aus. Ja, das muss man dann halt im Prinzip gucken. Ja, also wie gesagt, es gibt sehr viel zu beachten. Man muss auf sehr viel Zusammenspiel auch hinkriegen. Also es ist schon echt wahnsinnig aufwendig, so eine Engine zu schreiben. Gut, im nächsten Teil werde ich dann mal gucken, was überhaupt ja, benötigt wird, um so ein olles Spiel im Prinzip zu machen. Erstmal so einen Überblick. Und ja, dann gehe ich vielleicht noch teilweise in die einzelnen Teile mit ein. Aber ich denke, ja, mal gucken, wie lange ich die Serie hier gestalte. Auf jeden Fall werden ein paar Sachen kommen. Gut, ich denke, das reicht erstmal. Schreibt mir mal drunter, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir mal, ob ihr was sehen wollt von so einer Spieleentwicklung oder was auch immer, was euch so interessiert. Mal gucken, vielleicht kann ich ein paar Fragen beantworten. Also, bis dahin, ciao, ciao.